Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Wie wir sehen, ist das Let's Play immer noch nicht beendet. Das ist sehr komisch. Ich dachte eigentlich, das Spiel wäre nach dem... Nein, noch nicht. Das Spiel wäre nach dem letzten Part vorbei. Ernsthaft. Okay. Okay, okay, let's go. Ja, nur starke Angriffe. Easy. Damit bist du eher erledigt. Aua, okay. Okay, haben wir trotzdem. Er hat schon viel zu oft einen starken Angriff gemacht. Ja, ich dachte eigentlich, das Spiel wäre nach dem letzten Part vorbei. Aber... geht immer noch weiter. Ach stimmt, hier war die Tür. Hier geht's weiter. Was eigentlich ganz cool ist, weil ich habe im letzten Part schon darüber gesprochen, dass ich es etwas schade finde, dass das Spiel schon vorbei ist. Aber... nein. Noch ist es nicht vorbei. Aber ich denke, in diesem Part werden wir es abschließen. Oder spätestens dann im nächsten. Aber das Ganze hat auf jeden Fall schon ein finale Feeling. Gerade weil schon diese epische Katana Giri... wie hier alles gleich aussieht. Vor allem, weil hier schon diese epische Katanagiri-Musik gespielt wurde. Finde einen geheimen Eingang. Alter. Alles klar. So kann man es auch machen. Nein, nein, nein. Nein, warum? 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 Warum konnte ich ihn nicht entwaffnen? Den scheiß Boss da. Alter. Dachte mir so, ja, guck mal, da ist der Boss. Den machen wir jetzt easy weg. Aber nö. Okay, schießen wir einfach mal in die... in die Richtung von denen. Und warten auf den Boss, dann können wir uns... okay. Dann können wir uns mehr Respektpunkte abholen. Aber nö, der kommt anscheinend erst dann, wenn wir die hier erledigt haben. Alles klar. Jetzt aber. Meine Fresse. Was zum Teufel? Was? Die spawnen einfach direkt in meiner Fresse oder was? Was war das für ein Scheiß? Ich dachte, okay, wir sind erstmal sicher bis zum nächsten Abschnitt. Aber nö. Ah, nein, noch nicht. So. Alles klar. Du Scheiße. Tschüss. Kein Bock auf die Kacke. Was? Okay, da ist noch einer. Hallo. Okay, sehr schön. Sehr gut. Weg mit der Kacke da. Aber Moment mal. Ja. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Da machen wir es halt so. Meine Fresse, Alter.
Ich glaube, wir sollten hier unten die Schussweste aufnehmen. Weil wir haben ja immerhin oben noch eine. Ab da mit dem Scheißdreck. Hier draußen jetzt alles safe? Ja. Gut. Dann. Was war das? Jetzt aber, oder? Okay. Und geht's jetzt hier weiter oder was ist hier los? Ich dachte eigentlich, hier wird's weitergehen. Achso, hier ist. Oh mein Gott, bin ich blöd. Bin ich blöd. Wir nehmen uns die schwere Schussweste. Und ziehen weiter. Ah, hier ist er. Ich denke, hier ist der geheime Eingang. Ja, alles klar. Was ist hier los? Ah, okay. Ja. Was glaubst du? Wen schlachtet Tokai als Ersten ab? Ich setze auf die Frau. Auf keinen Fall. Okay. Sehr komische Unterhaltung. Zack. So sieht's aus. Der ist nicht down, oder? Ist der... Nein. Ey, du... Kleines Arschloch. Oh, der ist aber down. Er hat einen richtig cleanen Headshot gefressen. Hier gibt's tatsächlich nochmal eine Schussweste. Ihr Schweine seid immer fetter geworden, während ich versuchte, mein Ziel zu erreichen. Was, Ryuichi? Jetzt seid ihr allein. Ihr werdet keine Unterstützung. Ruhe! Nein. Alles klar. Okay, komm. Nehmen wir die einfach auf, weil ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückgehen können. Ich glaub, ich träume. Okay. Moin. Meine Männer nicht einmal ein Gaijin umlegen, wenn ich sie darum bitte. Alles muss man selbst erledigen. Gut. Ich werde dich enthaupten und mich dann wieder meiner Arbeit widmen. Probier das mal. Tipp so lange an den Gegner. Ja, schon wieder die Ausdauer. Alles klar. Mach ich. Aha. Zack. Du arrogantes Schwein. Au. Nein. Aber du solltest Angst haben. Ja, hör auf zu labern. Was zum Teufel soll ein Schimpierer sein? Das hört sich an wie ein Affe. Mein Vater hat diesen Mezzato gegründet. Sieh nur auf meine Brust. Das Schwert und ich sind eins. Es gehört mir. Zusammen mit diesem Clan. Auf zu labern. Du kämpfst für eine unehrenwerte Sache. Und deswegen musst du vernichtet werden. Achso, wir können das Schwert gar nicht. Wir können das Schwert sowieso nicht kaputt machen. Weil es das Katanagiri ist. Logisch. Diese gierigen Schweine haben ein Komplott gegen meinen Vater geschmiedet. Und sie haben ihn mit seinem eigenen Schwert hingerichtet. Ja, mit dem Katanagiri. Der Ehrenkodex will es so, dass ich meinen Vater räche
und seine Mörder mit demselben Schwert töte, mit dem sie ihn erledigt haben. Und dann beginnt eine neue Ära unter meinem Befehl. Mhm. Dann probier es mal. Aber jetzt auf zu labern und kämpfe. Au. Au. Boah, hat er schwache Schläge. Holy shit. Au. Worauf wartest du noch? Dass ich den letzten Schlag verpassen kann, du Arschloch. Ah, scheiße. Langsam werde ich warm. Mann, ey. Ich will blocken, dann will ich ausweichen und jedes Mal ist das das Falsche. So, jetzt aber. Holy shit. Du glaubst also, es endet hier. Nimm das Schwert, wenn du willst. Ich krieg es sowieso, wenn ich es haben will. Solange ich deine Freundin in meiner Gewalt habe, ist das Spiel noch nicht vorbei, Scott. 750 Respektpunkte, Alter. Und ich habe das Katana-Giri gefunden. Halte Tokai auf. Versuch's. Mach ich jetzt mehr Damage? Alles klar, cooler Move. Mach ich jetzt... Hallo? Mach ich jetzt mehr Damage mit dem Schwert? Au. Au. Ey, Moment mal. Können wir vielleicht... Nein? Okay, so auf jeden Fall nicht. Ah. Ich dachte, wenn er diese Seitwärtsrolle macht, können wir dann auch nochmal ausweichen. Wie jetzt mein Blocken gecancelt wurde. Wegen dieser Scheiße da. Wegen diesem Zurücksetzen. Was war das für ein Kack? Okay, ihn haben wir aber auch. Kommt noch ein Schwertfight. Okay, nein. Es hätte sein können... Ich dachte schon, es kommt jetzt noch ein Schwertfight. Und wenn wir einen einzigen von den scheiß Schwertfights verkacken, dann wäre das Ganze zurückgesetzt und wir müssen das nochmal von vorne machen. Das wäre so räudig gewesen, Alter. Holy shit. Wollen wir denen nicht erst helfen? Hallo? Na gut, dann gehen wir direkt weiter. Also, und... Ah, shit, die Voice Actor haben gekündigt, ja. Schade, aber gut. Dann zeigen wir die Leute halt doch einmal und dann ist auch gut. Dann gehen wir gar nicht weiter darauf ein. Was tun die gerade? Kämpfen mega dumm. Die kommen da einfach ganz normal den Gang runtergelaufen. Und der bleibt einfach im Gang stehen. Was? Ach, da ist doch noch einer. Hallo. Junge! Willst du mich eigentlich voll verarschen? Was ist das denn hier? Ihm schieße ich voll in die Fresse und er stirbt nicht, okay. Wir warten jetzt. So, jetzt machen wir weiter. Okay, alles klar. Sehr gut, und es kommt doch einer von hinten, oder? Nee, was war das dann gerade? Ja, okay. Schon wieder ein Schwertfight. Au. Au.
Au. Au, au, au. Mann, jetzt hör doch auf. Hör doch auf in dem Scheißdreck. Weißt du? Hm. Er darf natürlich dreimal hintereinander angreifen, aber gut. Dürfen wir immerhin auch und werden wir auch. Aua. Aua. Okay, sehr schön. Na, komm schon. Ja, Mann, holy shit. Als gerade nicht gezählt hat, wollte ich schon wieder ausrasten, Alter. Oh, Mann. Komm schon. Und das Haus brennt? Oder was? Was ist hier los? Schön. Alles klar. Okay, das haben wir richtig gut gemacht. Und ich muss mal ein bisschen Focus Time benutzen. Alles klar. Scheiß drauf. Ist egal, ob der stirbt oder sich ergibt. Hauptsache, wir kommen hier durch. Und wieder ein Schwertfight. Ist denn mit euch? Den würde ich gern erschießen eigentlich. Oh Mann, ey. Okay. Nur schwere Angriffe oder was? Ah, jetzt leichter. Jetzt wieder ein schwerer. Alles klar. Ah, jetzt aber... Ah, jetzt wieder ein schwerer, oder? Nein, doch nicht. Mann, jetzt zerbrich doch bitte seine Klinge. Okay, schön. Schon wieder nicht. Jetzt aber. Okay, wir kommen gut durch. Es lohnt sich echt richtig oft, die Klinge zu zerbrechen. Lohnt sich gar nicht so wirklich, den Gegner Damage zu machen. Also werde ich auch weiterhin so spielen. Okay, alles klar. Und es regnet draußen. Du hast dich mit dieser dummen Mariko angefreundet, oder? Ja. Ihr werdet euch noch besser kennenlernen. Und du wirst genauso sterben wie sie. Er hat auch eine vergiftete. Ja, die feindliche Klinge ist vergiftet. Zerbrich sie. Hat er auch einen Mix zwischen schweren und leichten Angriffen? Durfte jetzt nicht. Oh, okay. Okay, das war die Klinge schon. Alles klar. Er hat jetzt ein anderes Schwert genommen. Sehr schön. Au. Au. Ja, aber passt. Wir stecken zwar Damage ein, aber wenn ich jetzt einfach nur die ganze Zeit nach rechts ausweiche, sollte ich eine gute Erfolgschance haben. Und jetzt mach doch bitte. Okay. Let's go. Schönes Ding. Ich weiß nicht, ob das eine 50-50 Chance ist, ob man Klinge weiter kaputt macht. Wir schulden ihnen unser Leben. Hm. Ah, okay, da ist er doch noch. Oder ob ich mich einfach nur dumm anstelle beim Timing, keine Ahnung. Und
Und jetzt sollten Sie Ōtori suchen. Ja, ich weiß, dass er in die Sache verwickelt ist. Tokai hat uns erzählt, wie er an das Schwert kam. Ōtori trägt die Last dieser Tragödie nun schon viel zu lange. Er verdient es, davon erlöst zu werden. Jetzt muss er sich Tokai ein letztes Mal stellen, zusammen mit ihnen. Nur so können die Yu gerettet und dieses Chaos beendet werden. Uff. Alles klar. Sind wir zurück im Club? Jetzt können wir wahrscheinlich auch die letzte Mission annehmen, richtig? Jo. Alles klar. Gehe zu Ōtori, um den nächsten Einsatz zu starten. Zwischen den Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Und das werden wir auch noch ein letztes Mal tun. Und zwar werden wir zuerst ins Dojo gehen. Hallo? Mariko liegt im Sterben. Mhm. Die Klinge des Komori war vergiftet und wir haben kein Gegenmittel. Ōtori hat sich zum Meditieren in seine Zuflucht zurückgezogen. Er sucht dich schon. Oh. Geht zu Ōtori um den nächsten... Okay. Okay. Ich dachte, Ōtori wäre der Boss der Leute quasi. Und nicht der Sensei des Dojos. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Gut, zu dem werden wir auf jeden Fall noch nicht gehen. Wir werden noch nicht den nächsten Einsatz starten. Und ich denke, das wird auch in diesem Part nicht mehr passieren. Ich möchte jetzt einfach nochmal hier rumschauen. Ich möchte gucken, ob es noch irgendwas zu erledigen gibt. Wir können anscheinend nichts mehr lernen. Und jetzt wollte ich auch nochmal in den Keller schauen, ob es da noch irgendwas zu tun gibt mit den Waffen. Hier ist keiner. Du was für uns? Nein. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht sterben, oder? Nicht so gut ist, Scott. Lass uns ein bisschen üben, bevor du gehst. Mhm. Möchtest du ein bisschen trainieren, Scott? Ein bisschen üben? Nö. Alles klar. Na gut, dann würde ich jetzt noch ein letztes Mal nach oben in das Büro schauen, wer den Club überhaupt gerade leitet. Und der Aufzug kann nicht benutzt werden. Okay. Alles klar. Dann hat sich das auch erledigt. Und dann würde ich tatsächlich sagen, beende ich hier erstmal einen Part. Im nächsten Part wird es dann tatsächlich endlich das Finale geben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.